Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und an meiner Seite der großartige Starkiller vom Telespiel TV Channel. Ja. Dorso, meine Freunde. So, und bevor ihr jetzt dachtet, jetzt kriegt ihr epileptische Warnungen, nein, das ist ein Broderbound Software Game. Das ist von denen, die auch Prince of Persia gemacht haben. Ich lasse das einfach mal in der epischen Geschichte laufen. Karateka! Hey. So, von 84. Ich habe schon ein bisschen mich mit diesem Spiel erfreut. Ich lasse euch einfach mal ein bisschen diese Vorgeschichte. Beim hohen Cliff, bewacht von einer Armee von gefährlichen Kriegern, steht die Festung des bösen Kriegs, Herr Lord Arkuma. Natürlich tief im dunklen Dungeon des Schlosses, natürlich. Da ist die liebliche Gefangene, die Prinzessin Mariko. Ja, und du bist der Trainierte, der den Weg des Karate, ein Karateka, allein und unbewaffnet, was natürlich unglaublich viel Sinn macht. Und du musst Akuma besiegen und natürlich die Prinzessin retten. Aber Angst. Du musst Angst, deine Selbstzweifel hinter dir lassen. Konzentriere dich auf das Ziel. Akzeptiere den Tod als Möglichkeit. Auch Sätze, die man gerne beruflich hört. Und deswegen, das ist der Weg des Karateka. Was diesen Titel immer schon ausgezeichnet hat, das seht ihr, glaube ich, die Cutscenes sind für 84. Echt, wuff. Das Spiel gibt's, du hast, glaube ich, nachgeguckt, auch für jedes gottverdammte System, sag ich mal. Richtig. Atari XL, ZX Spectrum, Schneider CPC, Atari ST hast du, glaube ich, sogar gesagt, ne? Genau, Apple II war wohl genau die Originalversion. Genau, also die üblichen Systeme, die es zu der Zeit gab. Und ich sag mal so, ihr seht jetzt hier die prähistorische Vorgeschichte von Prince of Persia, wenn man so will. Das Ding hat dann eben Prince of Persia ermöglicht, wenn man so will. Ihr werdet auch gleich die Steuerung wieder erkennen. Dafür ist Prince of Persia ja leider auch bekannt. So, komm jetzt, hör auf zu heulen. Lass uns kämpfen. Das sind wir, der tolle Held. Wenn ich lustig bin, kann ich spontan die Klippe runterstürzen. Dann ist nämlich direkt Game Over. Kennt ihr das, wenn Games schon von Anfang an sehr viel Spaß machen? Ja. Oh, das kenne ich, ein Beispiel von gestern Abend. Nach einem tollen Absturz kämpfen wir jetzt den gerechten Kampf. Das ist unser erster Gegner und ihr seht diese unglaubliche Mördergeschwindigkeit. Ich nehme es vorweg. Wenn mir das gleich nicht passt, wo die Chance ziemlich groß ist, werden wir diesen Emulator auf die doppelte Geschwindigkeit packen. Das Einzige, was man ein bisschen aufpassen muss, dass ihr dann auch die Cutscenes mitkriegt. Weil es gibt ein paar, es gibt nicht viele, aber die kann man ja mal mitnehmen. Wobei die auch in doppelter Geschwindigkeit vollkommen okay wäre. So, Ziel der Übung von diesem Spiel, darf ich es noch Spiel nennen? Ich glaube ja. Ist es... Darf ich kurz anmerken? Nenne das einfach mal eine Slideshow. Ja, das ist ohne Witz, ne? Also das ist, du hast ja auch nachgeguckt und ich auch. Das Spiel hat einen unglaublich guten Ruf und natürlich die Aufmachung und die Animation und so, da will man auch nicht rummeckern. Das ist für damalige Verhältnisse vollkommen okay, aber... Das sieht gut aus auf jeden Fall. Aber tut euch mal die Geschwindigkeit an. Da denkst du, du bist auf dem ZX-Spektrum. So, ich habe gelernt übrigens zu laufen. Das ist ganz wichtig. Er stellt sich auch von selbst. Ihr geht nach oben und dann diagonal oben und dann läuft er. So, Cutscene. Wir könnten es jetzt mal mit japanischen Originaltiteln synchronisieren. Hi! So, ich kann das mal demonstrieren. Ich habe alle Sheets drin, deswegen dürfte eigentlich nichts passieren. Eigentlich im Prinzip darf man nicht die Leute anlaufen, weil wenn ihr lauft und kriegt eine gezimmert, seid ihr direkt tot. Ist großartig. So wie im richtigen Leben einfach. So wie im richtigen Leben. Wenn du Klitsche direkt anläufst, dann bist du auch sofort. Ihr seht auch übrigens diese unglaublich passende Cutscene, ne? Was ist das denn? Kann ich da weiterlaufen? Kann ich die einfach... Hä? Hallo? Okay. Wie geil ist das denn? Gut, ist jetzt die Frage, ob du das Spiel natürlich weiterspielen kannst, weil ich befürchte, du musst zurück und den erstmal hier, ne? Das ist egal, du musst ja eigentlich nur durch die Tür. Wisst ihr was? Das interessiert mich einfach nicht. Da kommen irgendwie 3-4 Leute, die man eigentlich sonst besiegen muss. Immer für uns. Egal. Es geht.
Auch nicht. Boah, recht. Ist das bescheuert! Also ich kann euch gerade sagen, in einem Testrun habe ich gerade geflucht wie Nachbars Lumpi, weil das Spiel so unglaublich zäh und so unglaublich zähflüssig ist. Aber das Spiel ist so von Bugs verseucht, so von unglaublicher Scheiße, das wird, glaube ich, meine beste Folge seit 120 Jahren, wenn das so weitergeht. Cutscene. Das ist übrigens Mariko. Da sind wir wieder. Soll ich mal gucken, kann ich hier immer noch umlaufen? Probieren wir es aus. Komm, wir machen den einmal platt. Aber das Schöne ist, dann brauche ich nicht zu kombinieren, dann brauche ich nicht zu tricksen. Die Folge wird schön kurz, ihr kriegt nicht keinen Nervenzusammenbruch. Ihr werdet euch nicht persönlich mehr beschweren, ja? Ihr müsst euch nicht Sorgen machen, 30 Minuten von irgendeinem Quatsch angucken, wo die Beschreibung nicht passt. Nein. Das ist hier Qualitätsunterhaltung, sag ich so. Und wenn nicht, so schnelllebig wie die heutige Gesellschaft, muss ja alles zack, zack, zack gehen. Genau. Das ist sozusagen auch kein Spiel, das in HD war und ich rendere es auch in HD hoch, weil das macht ja sonst kein anderer. Ja, dann möchte ich schon den Original sehen. Das kommt irgendwann auch. Da könnte auch von ausgehen. Dann gibt's ein paar Idioten und ich habe den Spaß auch vor, irgendwann in Pong in 8K hochzuladen, nur um euch zu ärgern. Dann kann ich sagen, der ist ja gar nicht Full HD. Richtig, das ist doppelt Ultra HD. So, ich guck mal, ob der Trick immer noch geht. Ach nee, jetzt kommt das Katzi. Und doch ha. So, wir gucken mal, ob das nochmal geht. Also im Allgemeinen seid ihr tot. Und wenn ihr durch das Gitter rennt und das Gitter kommt runter, seid ihr auch tot. Und zwar wirklich permanent tot. Also man hat hier nur ein Leben. Das ist hier relativ einfach. Das ist wie im echten Leben. Wobei ich doch schon hinzufügen möchte, wenn man tot ist, ist man tot. Ja, es beendet eine Menge. Mhm. Nee, da kann man nicht dran vorbeilaufen. Okay, den muss man... Der hält dich jetzt fest. Okay, den muss man besiegen. Fight with me, Connor! Fight with me! Don't lose your head und so. Warum trägt er eigentlich einen Kuhschädel auf dem Kopf? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, damit ist er echt so ein Spacken. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich echt doof und so. Das ist wahrscheinlich der Obercoole in seiner Clique hier. Ja gut, dann würde er Let's Plays machen, ne? Dann bin ich der Coolste auf dem Schulhof. Na gut, muss ja nicht sein. Ich kenne ja so ein paar Experten oder besser gesagt einen einzigen, der überhaupt kein Talent hat und trotzdem Let's Plays macht. Du kennst nur einen, der kein Talent hat. Das ist sympathisch gesagt. Na komm. Geh in die. Muss erstmal der nächste kommen. Ja, da kommen. Also, Prinzip eigentlich, wir hätten das gerade beim anderen, ich glaube, 3 oder 4 Leute muss man platt machen. Ich hatte nur gerade den Vorteil, dass ich an denen vorbeirennen durfte. Hier darf ich nicht mehr vorbeirennen. Also, haben sie den Bug haben sie in dem Level gefixt. Hui. Mhm. Na, immerhin. Aber der Vorteil ist, jetzt muss ich nicht mit 200 Geschwindigkeit arbeiten, weil wir sind gleich schnell fertig. Das Einzige ist, du kennst ja schon die Stelle, die Spelle mit dem Vogel, die bald kommt, die macht verdammt viel Laune. Oh ja, das habe ich mir angeguckt. Also ich saß ja hier mit Popcorn vorm Bildschirm und habe mir das da voller Spannung angeschaut. Aber ist schön. Und bevor einer wissen will, sind alle Sheets aktiv? Ja, es sind alle Sheets aktiv. Das heißt, es gibt sowohl keine Möglichkeit für die Gegner, Energie zu regenerieren, genauso wie es bei mir auf der anderen Seite keine Möglichkeit gibt, die Energie zu verlieren. Es gibt keine Möglichkeit, dass man irgendwie an irgendeinem Quatsch stirbt. Ja, und ich glaube... Die Option war, glaube ich, auch, dass keine Zusatzgegenstände einen töten. Wie eben dieses Tor, das ominöse. Ihr seht übrigens auch, das Spannende an diesem Game ist, dass man automatisch gleich immer 3 Kilometer zurückgedrängt wird, wenn man getroffen wird. Das macht unglaublich viel Laune. Karate ist ja auch ein Passivsport. Mhm. Das muss man ja anmerken hier. So, jetzt gucken wir mal. Sehen wir schon das Tor? Das ist gut. Kann ich ein bisschen schieben? Kann man den Gegner genau reinschieben? Ich probiere das mal. Vielleicht umgebracht. Seht ihr, jetzt wäre man theoretisch tot. Die Logik dieses Spiels ist aber, jetzt müsst ihr einfach nur warten. Irgendwann geht's wieder hoch. Ist total klar, ne? So, und jetzt gucken wir mal, ob wir den da einfach durchziehen können, weil dann haben wir den Level nämlich auch weg. So, komm, jetzt geh rein. Ach nee, jetzt machst du wieder... Kann ich den durch das Gitter treffen? Natürlich. Natürlich. Was erwarte ich denn?
Ja gut, wenn du zwischen den eigenen, den einzelnen Gitterstäben da hier rumtrittst, das muss doch machbar sein. So, kann ich dann direkt im nächsten Level? Jetzt ist es wirklich ein Blindfight. Es passiert gar nichts. Oh, dieses Spiel ist so geil, ey. Ja, es passiert nichts. Also muss ich den tatsächlich noch eliminieren. Genau, und deshalb läufst du einfach zwischen den Gitterstäben wieder zurück. Ja, gut, der ist ja nicht ganz doof. Ja. Da sieht man wieder, das Sprite ist zweidimensional. Ach, komm. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, es ist spannender, eine Analyse von meiner Urinprobe zu machen. Ja. Ich lasse das mal so stehen. Vor allem, der kommt jetzt gar nicht raus, ne? Da traut sich jetzt nicht mehr raus hier. Und dann komme ich nicht dran vorbei. Ach doch, kommt er. So, gut. Dann müssen wir dich doch eben kurz eliminieren. Bleib da. So weit zurück darf ich dich nicht werfen, weil dann gehst du wieder woran. Boah, ist das geil, ey. Also wenn ihr euch fragt, wie viel kommt da noch? Wir haben ungefähr jetzt Halbzeit. Aber ich weigere mich dann eine zweite Folge zu machen, weil das ist so großartig. Für die Leute, die das ausgehalten haben, Respekt. So, komm. Vielleicht mal einen Anruf an alle Zuschauer. Jeder, der es bis jetzt hierher durchgehalten hat, schreibt bitte einen Kommentar unten hin. Willst du einfach mal so ein beklopptes Quiz veranstalten? Irgendeine Frage, die kein Mensch beantworten kann? Ja, da gibt es natürlich viele Fragen. Mir fällt natürlich keine ein. Für die Leute, die jetzt noch dran haben, wie viele Kämpfer haben wir bis jetzt getötet? Wie oft wurde unser Kämpfer geschlagen? Wie oft wurde unser Kämpfer hier vom Tor fertig gemacht? Du verwechselst den Quiz gerade mit der RAM-Datenbank, also. So, haben wir. Gut, ist ja manchmal auch ein Quiz. So, wir haben Halbzeit, meine Damen und Herren, Halbzeit. Oh. Wisst ihr was, jetzt mache ich es ganz unprofessionell, hier mit einem Schluck dabei. So. Wenn das unprofessionell ist, dann will ich es auch richtig unprofessionell haben. Ah, da ist er wieder. Ah, die heiße Mariko. Mariko-san. So. Wir sind im Dungeon. Aha. So, mal gucken, ob ich den Dungeon wieder glitschen kann. Brauchst du ihn? Ja, du bist ein Höfling. Könntest du mal aufhören? Alter, das ist unglaublich. Also. So, kann ich an dem wieder vorbeirennen? Ich drücke ihn einfach mal an die nächste Tür. Es geht. So, hier habt ihr zum ersten Mal was anderes, was wir noch nie hatten. Jetzt müsst ihr die Tür eintreten. Zup. Und ihr seht, kommt der Tür ja nicht zu nahe. Richtig, das ist das Geile daran. Wenn ihr zu... Alter! Jetzt wird's albern. Also, jetzt wird's echt albern. Du, ich hab dir gesagt, du sollst im Trainer nicht unverwundbare Türen aktivieren. Alter! Alter, es gibt es! Also momentan sehe ich mehr Inhalt in einem schwarzen Bildschirm, auf dem ein weißer Cursor blinkt. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt... Also... Jetzt erreichen wir langsam Comedy. Gut, die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, welches Niveau haben wir denn hier erreicht? Sind wir schon auf Sat 1 Niveau oder... Das ist tiefer? Schon... Ist schon RTL-Niveau, oder? Da ruft schon Mario Bart an und will seine Witze zurück.
Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ich kann euch sagen, das ist nicht so schwierig. Ist auch schön, dass er jetzt automatisch zurückgeht. Finde ich großartig. Hast Angst vor der Tür, ne? Mhm. Verdammt. Tür benutzt Block. Block ist effektiv. Alter, das ist doch... Oder weil ich den Fritzen jetzt ausgeglitscht habe. Das könnte unter Umständen sein. Oh. Genau, sag mal höflich. Hä? Jetzt hat sie die Tür Lebensenergie. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt wissen wir, warum wir die Tür nicht besiegen können. Weil die Tür benutzt Wächter oder so. Boah, Alter. Also ich kann sagen, beim Testrun war es nicht ganz so hohl. Da war es einfach nur zäh und grottenlangweilig. Aber das Ding ist hier das Comedy. Das müsste ich ja im 1.4. zeigen. Aber das Game ist so schlecht, dass das ziehe ich vor. Meine Güte, ey. Das ist übrigens auch das für die Leute, die immer rumbrüllen, 15 Minuten aufnehmen kann noch jeder. Mhm. Spielt dieses Spiel. Mhm. Boah, wird das immer langweiliger. Und jetzt stellt euch mal vor, die gewinnen ja noch Lebensenergie zurück. Das heißt, wenn ihr gar nicht schnell genug angreift, haben die irgendwann auch einen größeren Balken als ihr. Also das ist, stellt euch das mal ungetraint vor. Das ist unglaublich lustig. So, komm. Und was kriegst du jetzt? Mal gucken, ob ich jetzt die Tür eintreten kann. Ich hatte beim ersten Mal beim Testen das Phänomen, da der jetzt an der Tür liegt, kriege ich die Tür nicht auf. Ich glaube, dieses Phänomen habe ich jetzt wieder. Da, er geht nämlich dann automatisch zurück. Das ist so geil. Super. Das ist so geil. Ich habe Angst vor der Tür. Warum haben sie die Prinzessin nicht gerettet? Ich muss zur Tür eintreten. Das mache ich nicht. Das ist doch aus Friedensbruch. Ich fasse schon mal grundsätzlich keine Türen an. Nein. Ich habe Angst davor. Das verbietet mir mein Glauben, ne? Die schlagen zurück. So. Ihr seht, der geht automatisch zurück. Ey, das ist so gut. Und ich sag's immer gerne, die ganzen Zeitschriften haben das als tolles Game angesehen. Waren total begeistert. Ja, das kann ich leider bestätigen. So. Boah. Geh doch mal nicht zurück. Aber wenn du lang genug warst, vielleicht kommt der dann Endgegner auch noch durch die Tür. Nee, ich glaube nicht. Das ist das Phänomen, was ich gerade auch hatte. Also das kann sein, dass das schon... warte mal, was ist denn, wenn ich ein bisschen einen Schritt nach vorne gehe? Versuchen jetzt mal ein bisschen zu tricksen. Ja, dann geht er... Ach, das könnte es sein. Ja, total logisch. Ihr müsst gegen die Tür knallen und dann könnt ihr es auch öffnen. Na, ist euch ja klar. Ja, das ist auch so wie im richtigen Leben. Erstmal mit dem Kopf durch die Tür knallen, dann kannst du den der Klinke öffnen. Fantastisch. So, jetzt mal platt. Ich habe keine Lust, dass der mich noch irgendwo hier rausdrängt. Nicht, dass die Tür wieder zu ist. Ich glaube, so ein Scheiß gibt's auch dann, weil die spawnen auch neu. Also das heißt, wenn ihr da irgendwie nicht schnell genug seid, dann kommen da unendlich Gegner. Weil sonst wäre es ja auch zu einfach. Weil es ist ja schon eh kein unglaublich zähflüssiges Spiel. Aber ich muss mal gucken, wenn das so ein Erfolg wird und Omni, habe ich das Gefühl, das ist für mich das Let's Play des Jahres, vielleicht mache ich doch dann, gucke ich mal, wie viele Teile das wären. Dann kriegt ihr das aber hintereinander. Also das kriegt ihr dann nicht an 2 Wochen, sondern das werde ich dann wahrscheinlich passend aufteilen. Weil wir haben jetzt schon wieder 15 Minuten durch. Ich glaube, wir haben die halbe Stunde haben wir fertig. Ich denke, es kommt nach mehr oder es fühlt sich schlimmer an. Boah, das ist so geil, ey. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt die beste Version von Karateka. Ich weiß nur, die NES-Version soll noch deutlich schlechter sein. Das hat mir mal irgendeiner gesagt. Die habe ich aber leider nicht. Die wollte ich mir mal irgendwann mal zulegen. Weil die ist auch so bei den 50 schlechtesten NES-Titeln.
Also könnt ihr euch vorstellen, die muss wahrscheinlich noch schneller sein. Oh, jetzt haben wir einen Endlos-Loop. Stellt euch hier einfach mal, weißt was ich, irgendwie die Musik von was weiß ich, von Dirty Dancing oder so vor, oder so irgendwas ganz Passendes. Ich glaube, dann haben wir es richtig spannend, glaube ich. So, soll ich dir mal, ich pass auf, ich trick's den jetzt mal aus. Mal ein bisschen singen hier? Time of life. Na, 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 na. Ah, ich wusste immer schon, dass an dir ein Sänger verloren gegangen ist. Ja, ich habe mal Hossa geschrien. Oder hier von Titanic hier, Celine Dion kommt bestimmt auch total gut bei so einer Szene. Ja, genau. Das können wir mal bei der nächsten Szene probieren. Mal gucken, was besser kommt. Zack. Tür ist besiegt. Noch einer. Ich hoffe, ihr merkt diese knisternde Spannung hier. Diese knisternde Erotik zwischen den beiden Protagonisten. Geboren für die Leidenschaft. Geboren, wenn zwei Körper sich verschmelzen zu etwas ganz Großem. Naja, geboren für die Leidenschaft, das ist schon richtig. Aber warum ist es so, das Spiel? Weil das Spiel Leidenschaft. Ja, das ist also, ich glaube, es wurde ja immer so witzig gemacht, hier, ne, Waterboarding ist Dorf, spielt dieses Spiel. Da fällt mir auf unserer To-Do-Liste haben wir auch noch E.T. Ich darf mal hinzufügen, das hast du auf deiner To-Do-Liste. Das mache ich nicht allein, bin ja nicht bescheuert. Du hast mir ja hier einen Stuhl gefesselt, ich habe keine andere Wahl, ich muss mir das anschauen. Aber das machst du doch gerne. Natürlich. Boah. Diese Frage möchte ich jetzt nicht öffentlich beantworten. Wir wären bei IT schon durch. Ja, du vielleicht, ich nicht. Also ich sag's mal so, das wird jetzt nicht unbedingt für euch das spannendste Let's Play der Welt. Aber andererseits, ich weiß ja, da sind ja genug Bumsbirnen da draußen, die gucken eh nur Schrott. So gesehen wird das ein Knaller. Deine 1000 Klicks hast du also sicher. Ja, du darfst ja keine Qualität bieten. Das verschreckt diese Blagen ja nur. Das ist richtig. Ja. Zack. Die Qualität, ich werde dich deabonnieren. Oh, noch einer. Oh. Alter, wie viele Türen gibt's denn da? Und ihr seht die Lebensenergie, ne? Dezent. Das ist ja überhaupt nicht auffällig, dass er sein Müsli gegessen hat und du nicht. Ja, Doping in Videospielen, meine Damen und Herren. Mhm. Was darf man nicht? Heute bei Hart aber fair mit Frank Plassberg. Und nun zum Faktencheck. Bevor ihr wissen wollt, machst du eigentlich nur einen und denselben Move? Ja. Und warum? Weil ich hier auch nur noch so ein Duracell-Bärchen hab, der die Moves macht. Und glaubt doch wohl nicht, dass ich so einen Scheiß selber zocke. Aber das ist eine gute Frage. Wie viele Moves gibt es denn da in dem Spiel eigentlich? Ich glaube, du hast den Fußfeger, dann hast du den hohen, dann hast du den diesen Schlag. Und ich glaube, ich guck mal, ich probiere mal ein bisschen rum. Ja, ich glaube, wir haben ja Zeit. Was sind sie? Ich glaube, punch doch nochmal wieder. Mit dem Fäustling müssen es dann 4 sein, glaube ich. Hm? Ich glaube, das sind sie auch alle. Das reicht ja auch. Natürlich nicht. Das reicht ja auch. Ihr kennt ja sicherlich nicht nur die Fanta 4, sondern das ist halt 4 gewinnt. Mhm. 4 gegen Willi. Auch eine klasse Sendung. Warum gab es da eigentlich nie ein Game zu? Ich habe keine Ahnung. Ich war immer auf der Seite des Hamsters. Nur, falls euch das interessiert. So, jetzt habe ich die ausgekontert. Ach, jetzt hast du doch noch einen zweiten Angriff gemacht. Jetzt macht er doch wieder nur einen. Für mich ist ja auch interessant zu beobachten, wie mit wie vielen Bildern pro Sekunde das ganze Spektakel hier abläuft. Also ich glaube, da kann man zum ersten Mal sagen, da klappt eine Skype-Übertragung. Mhm. Richtig, ich kann es hier in voller Geschwindigkeit genießen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Da
Meine Fresse, also da geht schon nicht nur der Punk ab, sondern da ist die Luzi auch extrem wild. Da geht die Post ab, da tobt der Bär. Mhm. Hossa. Da Hossa. Steppt die Katze, genau. Hossa. Da springt Rex. Der Fenstersturz zu was weiß ich wohin, ja genau. Mhm. Na komm, gib auf. Obwohl es ist ja allgemein bekannt, dass er eigentlich zum falschen Fenster gesprungen ist. Oder auf der anderen Seite war das Trampolin. Hossa. Genau, deshalb Hossa. Oh. Was ein so ein müden Energiepunkt. Gib auf. Danke. So. In lustiger Weise kriegst du tatsächlich noch ein paar Energiedreiecke dazu. Ja, du musst gleich gucken, die werden aber gleich wieder abgezogen. Denk so, ich mal. Jetzt gehen wir wieder an die Tür. Mhm. Jetzt gehen wir wieder an die Tür. Jetzt gehen wir wieder an die Tür. Wir machen das wieder mit dem gleichen Trick. Einfach dagegen ditschen. Boom. Zacki, und dann? Und dann treten. Geht. Jetzt kommt der Vogel, ne? Ach, genau. Jetzt, meine Damen und Herren, wird's richtig geil, weil jetzt haben wir so eine Art Quicktime-Event. Jetzt müssen wir diesen Vogel töten. Ihr seht, der Vogel ist ein bisschen schneller. Boah, ich hab den getroffen. Hey. So, der wird uns auch sicherlich gleich noch mehrfach belästigen, weil wir müssen die ganze Leiste weghauen. Sexuelle Belästigung durch einen Vogel. Alles klar. Das ist fast Vögeln. Genau. Wenn einer das nicht witzig fand, einfach ab in die Kommentare und abonnieren. Mhm. Und wer das witzig fand, der geht jetzt mal ganz schnell kalt duschen. Sofern er zu Hause eine Dusche hat. Was bei Gamern ja selten sein soll. Genau. Oh. Oh. Wie lange hat das gerade gedauert? Ewig, ne? Gefühlt 500 Jahre. Ja, gefühlt ungefähr die halbe Evolution. Die ja bekanntermaßen, wenn man einige Leute sieht, die auch bei YouTube Videos machen, noch nicht abgeschlossen sein kann. Mhm. Ja, also wo ich das vorhin da so ein bisschen mitgekriegt habe, wie du das geübt hast, da kam ich mir so vor, als hätte ich die gesamte Zeit zwischen jetzt und dem Aussterben der Dinos erlebt. Wobei manche sagen würden, glaube ich, dass das Aussterben an sich spannender ist als dieses Game. Ja, das kann ich sogar bestätigen. Ah, hier, noch ja, zwei. Komm hier. Gleich hast du ihn. Ich kann sagen, gleiches Endkampf. Also gut, jetzt könnte man sagen, das ist fast so langweilig wie ein Klitschko-Kampf, aber das lasse ich mal einfach so da stehen. Ist aber nicht ganz so einseitig. Aber die gleiche Bewegungsmuster. Und die gleiche Geschwindigkeit der Schläge. Oh, jetzt habe ich mich zu weit bewegt. Jetzt kommt jetzt erst der Angriff, den ich seit 5 Minuten drücke. Nee, da muss ich den genau in der Mitte machen. Herr Kollege, genau den. Genau, den musst du machen. Das merkt ist, ihr. Das den. Siehst du, und jetzt, ich habe ihn, ich hätte jetzt sagen können, wann ich ihn gedrückt habe, aber das war noch nicht schnell genug. So. Jetzt war der so schnell. Jetzt war er zu schnell. Boah, das ist so geil, ey. Und das finde ich lustig, dass der auch nicht trifft. Da taucht der unter meinem Bein weg. Der sucht wahrscheinlich was, was da nicht mehr ist. Ja, gut. Er kümmert sich ja wahrscheinlich um die Eier. Er will sie, Achtung, ausbrüten. Boah. Ja, immerhin sind es nur noch 2 Lebenspunkte. Also ich weiß, ihr sitzt da wahrscheinlich zu Hause und sagt, boah, also das kann doch gar nicht spannender werden. Wir kriegen ja noch einen Endkampf. Und dann gibt es eigentlich noch einen richtigen Endkampf. Ja. Ich werde mal nicht spoilern zum richtigen Endkampf. Weil das Lustige ist, der Endkampf wäre richtig böse. Wir haben ja Gott sei Dank Cheats hier. Siehst du, jetzt reagiert er gar nicht. Und jetzt siehst du, wann der Move kommt. Böse Menschen würden sagen, vielleicht ein bisschen spät. Siehst du, der war jetzt wieder kurz dran vorbei. Mhm. Ihr seht, es gibt eigentlich nur 3 Bewegungsmuster, ne? So, jetzt war ich wieder zu spät dran.
Und dann wird er ausgeführt. Ah, komm. Ah. Also, gerade schlagen ist fast das Schwierigste. Also fast wie in echt, ne? Ah, wir haben ihn. Jawohl. Und wir haben ihn vollkommen total zertreten. Da freut sich jeder Ornithologe, jeder Tierschutzverein. Es wird geladen. Ihr seid sicherlich auch, Achtung Wortwitz, auch geladen und seid gespannt auf den Endkampf. Und wenn nicht, dann guckt ihr ihn jetzt verdammt nochmal an, sonst vermöbel ich jeden von euch, bis er aus den Ohren blutet. Oder ich mach noch viel Schlimmeres. Ihr spielt dieses Spiel. Ich könnte jetzt diese Jigsaw-Geschichte nachmachen. Spielen wir ein Spiel. So, Endkampf. Du bist gespannt? Und wie? Du weißt gar nicht, was kommt. Für dich ist es total blind. Ja, für mich ist es Neuland. Dagegen helft übrigens auch. Ich kann das mal ihm zeigen. Ich mache mal eben kurz die Merkel-Raute. Dann öffnet sich auch die Tür. So. Fight! Fight! Akuma! Um den Gag zu machen, Akuma Matata. Komm, fight with me! Ich mach den Kampf lieber da, weil es ist nicht gut, die gute Dame zu treten. Ich kann vielleicht mal gleich ein Safe setzen. Weil ich glaube, soweit ich weiß, das ist nicht gut. Es endet dann mit einem Scheißende. Wenn ich das noch richtig weiß. Vielleicht haben sie es auch komplett vergessen. Für alle Leute, die immer wissen wollen, in welchem Spiel kann man Frauen schlagen, hier. Und wer diese Fragen stellt, sollte ganz schnell zur Therapie. Aber wahrscheinlich nimmt ein Therapeut nicht jeden. So, komm. Ist ein beeindruckender Endkampf, ne? Mann, das ist so schnell, ich komme da gar nicht mehr mit. Also ich muss schon sagen, das ist, ja, ich habe es gerade verglichen mit Synchronschwimmen. ungefähr die gleiche Faszination hat es auch. Vielleicht noch weniger. Dressurreiten war ich auch mal so ein unglaublicher Fan von. Hallenhalmer. Ah, oh, komm, Hallenhalmer ist ja noch geil, aber so eine Piaffe, mein Gott, ey, das war aber, es ist aber, hallo, mein Freund, das ist ja knisternd und so. Das ist ungefähr so, als würden zwei Schachspieler vom Brett sitzen und erstmal eine Stunde lang überlegen, bis der eine fragt, wer ist denn eigentlich dran? Hat es bestimmt auch schon gegeben. Ja, natürlich. Ansonsten, das könnte auch hier so Synchronspringen sein. Es hat irgendwas von irgendeinem beschissenen Tanzfilm. Was weiß ich, Footloose und was es da noch für einen Scheiß gibt. Sucht euch mal selber ein. Vielleicht auch eher so ein Musical-Film. Keine Ahnung. My Fair Lady oder sowas. Oder Moulin Rouge oder sucht euch was aus. Oder Les Miserables. Mhm. Mit dem Weltklasse-Sänger Russell Crowe. Das könnte natürlich auch eine frühe Studie einer Choreografie von Jackie Chan sein. Ich sage erst eine frühe Studie. Das können auch die letzten Bilder sein. Todeskampf von Bruce Lee oder so. Ja, oder sowas. So, jetzt haben wir ihn gleich. Oder Dieter Hallervorden in seinem neuen Film. Tritt ihn doch mal endlich in die Eier, Junge. Zack. Yes. Er fällt. Ich sitze jetzt mal eben safe. So. Weil ich will den Gag, glaube ich, zeigen. Weil es gibt eine Möglichkeit, wenn wir nämlich jetzt hier im Kampfmodus sind, dann dreht Mariko voll auf. Zack, boom, 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 boom. So, jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn wir sie treten. Ich glaube, das ist nicht gut. Ach, wir können sie gar nicht treten. Muss sie erstmal treffen hier. Das könnte natürlich sein, dass wir gar nicht treffen. Warte mal, ich gehe mal weiter zurück. Nee, da treffen wir wieder gar nicht. Egal, es gibt diese Möglichkeit nicht. So, wir beenden,
dann beenden wir das Spiel richtig. So, wir gehen in diesen Stand. So, ihr seht, sie breitet die Arme aus. Ja, sie möchte ihn erwürgen. So, und jetzt, das möchten wir sicherlich die Programmierer. Ja, ihr könnt euch jetzt einfach jetzt mal eure Quotenballade einspielen lassen. Einfach ruhige Töne, ruhige Klänge. Und wahrscheinlich ist das Ding, wenn ich das sehe, wir sind schon wieder bei 30 Minuten, ist das Ding wahrscheinlich wirklich 45 Minuten. Vielleicht mache ich dann drei Teile raus. Vielleicht bin ich ein Arsch. Ist doch scheißegal, ihr sollt auch leiden. Aber nur ganz kurz, damit sie so richtig schnulzig wird, eine Runde Careless Whisper. Die guten alten Zeiten von Wham. Mhm. Da werden meine Augen feucht. Genau, wenn jetzt noch irgendeiner Last Christmas im Hintergrund spielt, komme ich mit einer Tastatur und schlag den so lange blutig, bis mir. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. So, so, wir beenden es. Zack. Zwei Liebende sind wieder zusammen. Romantik pur. So. Natürlich zieht sie wieder hier einen komischen Stöckelschuh hoch. Auch das kennen wir aus allen schlechten Filmen. Und so endet das Abenteuer. Der böse Akuma wurde besiegt. Die schöne Mariko ist sicher in deinen Armen. Zum ersten Mal in deinem Gedächtnis sieht das Dorf das Sonnenlicht des Friedens. Aber Achtung! Für einen wahren Karateka gibt es immer ein nächstes Mal. Kotzen Sie bitte jetzt in den Kübel der schlechten Gags, also. Ach, da ist gar, passiert gar nichts mehr. Knaller! Spannendes Ende, finde ich. Hm? Genialer Abspann. Ich glaube, die Programmierer haben nicht gedacht, dass jemand so weit kommt. Ich glaube, wenn die das auf YouTube sehen, dann steht da irgendwie, was, der hat das durchgezockt, ist der bescheuert? Ach, mit Trainer, ja gut. Aber der hat das durchgezockt! Ja, aber mit Trainer. Ja, aber der hat das durchgezockt! Und vor allem normaler Geschwindigkeit? Ist der bescheuert? Sag mal, hat der kein Leben? Ach, guck mal, wie viele Videos der auf YouTube hat. Ach, gut, hat er nicht. Hier, Chance für euch, meine Community-Aufgabe. Warum Let's Playt man solche Games? Ich weiß warum, aber... Ich bin hier noch verrückt. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Kauft Bluna und macht uns scheißenreich. Kauft alle Produkte. Mal, wenn wir Bluna erwähnen, kriegen wir 50 Euro vom Hersteller von Bluna. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass Bluna mein Leben verändert hat? Nicht nur dein Leben hat Bluna verändert. Bluna hat auch mein Leben verändert. Deswegen, wenn ich Bluna bin, bin ich total Bluna. Deswegen, ein wenig Bluna in eurem Leben ist fast ein Bluna in allen Herzen dieser Welt. Und ganz wichtig, ein Bluna zur rechten Zeit hebt des Knaben Männlichkeit. Ja? Ja. Damit möchte ich den Alpha 87 LP kurz grüßen, das passt. So, ja, das war... auf den Zug fahren von mir auf. Das, viele Grüße. Das war Karateka auf dem C64, der ein wenig schnellere Games abspielen kann, glaubt man. Ich überlasse dir mit dieser unglaublich schönen, lieblichen Musik die Abschlussworte und ich gehe jetzt mal ein bisschen göbeln. Ja gut, ich habe ja in der Zwischenzeit mal mein Mikro stumm geschaltet, kurz in den Eimer reingereiert, weil ich habe es ja nicht ausgehalten. Ansonsten, wer jetzt bis zum Ende durchgeschaut hat, meine Hochachtung. Ich klingel bei euch an die Tür, ich schüttel euch die Hand. Ich Respekt. Nicht gedacht. Pass Absolut auf, ich leg nur einen drauf. Wer bis jetzt noch durchgehalten hat, schreibt jetzt in die Kommentare, welchen Rotz wir nochmal machen sollen. Alle irgendwie die ganze C64, NES und sonstiges Amiga und was es da alles gibt, ihr findet sicherlich nochmal vergleichbare solche tollen Sachen. Und wir gucken mal, wem wir da den Wunsch von den Augen ablesen. Und da würde ich gerne hinzufügen, es gibt auch sicher viele CPC-Sachen, die auf einem ähnlichen hohen Niveau sind. ZX-Spektrum, Kunstwerk. Schmeiße ich auch noch eine Runde. Oder die ganz großartigen MSX-Games. Großartige Titel. Gut, das war einmal an meiner rechten Seite, da wo auch das Herz ist. Oder die Leber. Ich weiß nicht. Der großartige Starkiller vom Telespiel-TV-Channel. Abonnieren, toll finden, großartig sein. Und ich bin euer Mr. Venom 1974, der vermutlich daraus drei Teile macht. Ihr könnt ja dann sagen, was ihr davon haltet. Achso, ihr könnt euch ja gar nicht mehr wehren. Fuck, ne? Tut uns jetzt leid.
Oh. Das ist übrigens das Ärgerliche, um dann auch ansetzen, man. Das ist das Ärgerliche, dass man auf seinem Kanal das machen kann, was man will. Scheiße, ne? Na gut. Schon blöd gelaufen hier. Manchmal haben die Zuschauer auch verloren. Gut, das war Karateka. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Abonniert uns beide, findet uns beide großartig. Besucht unsere Kanäle, guckt jetzt die nächsten 24 Stunden alle unsere Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Sayonara! Auf Wieder, tschüss.